Kommen in der Bjarko, berühmte klimatische Gebiet und Zentrum in den wichtigen alpinen Städten. Dobbiaco hat eine originale Geschichte aus der römischen Zeit und mit Verbindung von Nord bis Süd eine wichtige Straße mit dem lateinischen Namen Via Alemannia. Dobbiaco ist 1243 Meter vom Meeresspiegel hoch, im Val Pusteria Kreise Bolzen. Verbindet in den Val di Landro, in der Nähe ist der See Landro, reichliche von natürlicher Fauna, antike Geschichte. Von Süd ist ein wunderschöner Blick, Kettenblick zu den Bergen, Baranci, voll von natürlicher Struktur. Außerdem Berge Baranci sind die berühmte Cime di Lavaredo, das ist die berühmte der Dolomiti. An der Dolomiti-Forte Dobbiaco behält seine antike Faszinierende von Mutter Natur, seine grüne Wälder und Wiesen. Dobbiaco ist ein Ort zum Erleben und zu leben. Die wunderschöne Natur von den Gegenden, wo noch die Luft aus gesundem Leben ist, für ihre physische und körperliche große Bedeutung ist. In der Vergangenheit kamen berühmte Leute, zum Beispiel Massimiliano d'Austria und Gustav Mahler. Und so kommen heute noch Leute. Sie treffen die Gast- und Freundlichkeit Ruhe. Außerdem Dobbiaco gibt in Kanse gehen restliche und wichtige Sportmöglichkeiten. Minigolf, Angel und Ski. Seine Bedeutung ist ein auch touristischer Ort mit reichlichen Wanderwegen. Die harmonische Architektur natural durch Menschenhand wurden Kirche, Schule, die schöne neue Brunnen, Konzertplatz, Rathaus erstellt. Auch die Straße übernehmen durch die Blumen seine Schönheit. Thank you.
imponierte Grand Hotel vom vergangenen Jahrhundert war ein berühmtes Hotel, romantische von Persönlichkeit aus ganz Europa, übernachten, restauriert, modernisiert, strukturiert blieb seine heutige Schönheit. Das Museum Berg Alpin erzählt die Geschichte von diesem Berg an seine Leute. Thank you.
der Antik und moderne Darstellung geben das gleiche harmonische Stil. Den antistischen Brunnen, glauben wir zu wissen, erzählt alte Geschichte. Dobbiaco ist mit seiner folklorischen Tradition verbunden. Karneval, Almabtrieb, Ende-Tanke-Fest und mit seiner musikalischen Kapelle sind für kleine und große Leute eine Freude. L'Alto Adige wird durch seine musisch-wichtige Lebendige in seiner Geschichte. Eigene Bewohner sind Mitglieder der Musikkapelle. Thank you.
Die heilige Johannes-Barockkirche ist eine der wichtigsten von Valpusteria. Sein Kirchturm wurde im Jahre 1804 fertiggestellt. Die innere Ausstattung ist reichlich von Skulpturen. Der Außergewöhnliche von St. Maria Kirchturm mit seiner großen Ruhe. Die alten Häuser sind noch erhalten in ihren Strukturen. San Silvesterkirche von 500 nach Christi liegt 1800 Meter hoch. Dort befindet sich der schönste Blick in die Dolomiti. In der Nähe von Johanneskirche befindet sich die Burg. Die Burg wurde gebaut von Graf Erpestenburg. Zurzeit ist sie bewohnt von Familie Cavolcavo. Aus dem Berg sieht man den Rotturm erbaut, 1430.
Gustav Mahler wohnt in dieses Haus. Der Komponist schrieb von dem Ort, dies ist eine schöne Landschaft für den Körper und Seele. Dieses Holzhaus wurde für den Komponist erbaut, um die Musik zur Ruhe zu komponieren. Auch die Tiere haben einen Park zu leben. Eine von den vielen Radwegen. Es gibt eine Landlaufpiste von Dobbiaco in Richtung Cortina. Dies ist eine Skipiste im Sommer. Im Winter Dobbiaco ist ein Paradies für Skifahrer. Dobbiaco hat eine Eisenbahnverbindung mit Halt von Fernzügen. Die Straßen sind gut befahrbar mit modernen Buslinien. Es gibt die Möglichkeit von Ort zu Ort, zum Beispiel Misurina, Dobbiacosee, Landrosee, Cortina. Dobbiacosee ist faszinierend zu anschauen. Thank you.
Im Frühling 2000 wurde in einem Rundweg erbaut, mit 11 Tafeln für Pflanze und Tierwelt zu dem Gebiet. Hier ist Landrosee, auf der linken Seite ist Kirchstallwerk, auf der rechten Seite die drei Cime di Lavaredo. Breiersee ist eine der bedeutet von der Dolomiti, mit seiner Spiegelwasser klar und Azurfarbe. An Ufer mit seiner grünen Smeralde durch Tannenbäume und Croce del Becco 2810 Meter hoch. Misurina und sein See, 1758 Meter hoch, ist ein wunderschönes Gebiet für Wintersport, berühmt für die Welt. Mit seinen Badelboden geben der Wasser Sportmöglichkeit. Das Dobbiaco-Gebiet hat einen Nationalpark von der Dolomiti di Sesto e Fanes Senes Boraiens mit dem grünen Naturherz für seine Schönheit. Hier ist der Wasserfall von Valle San Silvestro. Die Val Fiscalina ist ein anderer Ausflugsort. Thank you.
Kajakmöglichkeit Höhle auf Fuß der Berg gibt die alte romantische Federkutsche. Willkommen in dem Hotel Schuschenthaler. Das Gebäude wurde in den dolomitischen Stil erbaut, hatte große Terrasse mit Blumen, eingeweiht im Jahre 1972, Drei-Stern-Hotel. Erbaut durch in Jahre, wurde durch in Jahre 1979, restauriert 1996 und noch modernisiert im Jahre 2002. Mit seinen 50 Betten hatte die Möglichkeit, mit Reisegesellschaft aufzunehmen. Familienfreundliche Ambiente. Eigene Bilder von den Außenfassade mit Blume, Balkon und mit seinem gemütlichen Garten. Außerdem sind gemütliche Appartement sozusagen Residenz. Die inneren Wände sind mit Holz verkleidet. Speiseraum. Hier wird jeden Tag eine gute italienische Küche Spezialität serviert. Essen wird fast ein Ritual. Im Salon ist eine ruhige Atmosphäre. Im oberen Stockwerk die Zimmer sind mit allem Komfort. Seine schöne Schwimmbad, eingefasst von Blumen, das Wasser reflektiert den Himmel und ladet es zum Schwimmen ein.
Abend, wenn die Nacht anspricht, mit der fantastischen Lichterkette spielt Dobbiaco seine magischen Träume. Erinnerung von Hotel Tuschenstaler bekleidet für ein ganzes Jahr und liest euch Träume auf ein Wiedersehen.